Nachdem wir kürzlich erst einen der Top-Fernseher getestet haben, beschäftigen wir uns heute mit einem etwas normaleren Fernseher. Das hier ist der Grundig Fine Arts 65 CQA 8490 London QLED TV und das Fine Arts im Namen verspricht definitiv nicht zu viel. Ich habe ihn ordentlich getestet und das sind meine Erkenntnisse. Viel Spaß! Angefangen beim Äußeren sieht er schon mal sehr schön schlicht und modern aus, was ich immer gut finde. Er hat an der Seite eine hellgraue Leiste, welche die Optik nochmal zusätzlich aufwertet. Auch der Standfuß aus Metall gefällt mir sehr gut, da er sehr modern aussieht und es ermöglicht, den Fernseher zu drehen. Für die Wandmontage gibt es hier WESA 200x200. Interessant war hier, dass gleich zwei Fernbedienungen im Lieferumfang enthalten sind. Eine, ich sag mal, klassische mit Zahlenfeld und Funktion für das herkömmliche Fernsehen. Aber auch eine, ich sag mal, smarte Fernbedienung mit den nötigsten Funktionen, wie zum Beispiel Netflix, YouTube und Co., wo man einfach kein Zahlenfeld benötigt. Dennoch ist es möglich, mit beiden Fernbedienungen den Fernseher einzurichten, Einstellungen zu treffen und einfach auch Standardfunktionen zu nutzen. Und apropos Fernsehen, natürlich ist hier auch ein HD-Triple-Tuner eingebaut mit DVB-C, T2 und S2. Standardfunktionen wie Teletext, EPG oder auch USB-Recording sind natürlich vorhanden und funktionieren reibungslos. Genauso reibungslos funktioniert auch der grundig eigene Channel-Editor. Denn was gibt es Nervigeres, als ewig Sender sortieren zu müssen? Hier kann man ganz einfach mehrere Sender auf einmal verschieben, tauschen oder auch per Nummerntaste ändern. Auch das Verschieben in die Favoritenliste klappt sehr zügig. Das trifft auch auf das gesamte System zu. Alles läuft über Android TV und das eben ohne Ruckler oder lange Wartezeiten beim Öffnen von Apps. Zudem werden Eingaben von der Fernbedienung sehr schnell erfasst und ich muss sagen, Android TV ist einfach für mich das Betriebssystem für moderne Fernseher. Es ist einfach, übersichtlich und praktisch, ohne viel Schnickschnack. Aber genug um den heißen Brei geredet, jetzt geht es um das Display. Es handelt sich hier, wie der Name schon verraten hat, um ein Nano QLED Panel. Jetzt weiß natürlich jeder, was das ist, richtig? Ich erkläre es kurz. Nano QLED ist eine weiterentwickelte Technik von LED bzw. LCD, welche die Farben und Kontraste noch besser darstellen soll. Also kein OLED, was aber auch nicht ganz so schlimm ist, denn einerseits hat er trotzdem HDR10 Plus und Dolby Vision IQ, andererseits 4K UHD, also 3840x2160 Pixel Auflösung. Dadurch werden Inhalte zwar nicht ganz so gut dargestellt und die Schwarzwerte sind auch nicht auf dem Level von einem OLED-TV, dafür aber trotzdem sehr gut. Dank der 4K-Auflösung ist aber trotzdem alles gestochen scharf und insgesamt muss ich sagen, die Farben sowie Kontraste sind sehr gut. Außerdem bietet er fürs Gaming 120 Hz mit VRR und ALLM, wodurch das Erlebnis in allen Bereichen, die ich getestet habe, durchweg super war. Sollte einem das Bild nicht gefallen, kann man über die App Picture Customizer von Grundig das Bild noch anpassen, was ich aber tatsächlich nicht für nötig halte, da ich die Standardeinstellungen schon sehr gut finde. Was ein bisschen schade und auch komisch ist, Grundig wirbt hier mit HDMI 2.1, das heißt Signale von bis zu 8K oder 4K 120 Hz. 4K 120 Hz kann man auf diesem Fernseher aber nicht nutzen. Irgendwie komisch. Wie dem auch sei, von den HDMI 2.1 Eingängen gibt es gleich drei Stück, wovon einer mit eARC ausgestattet ist. Zudem gibt es noch die Satelliten- und Antenneneingänge sowie einen optischen Ausgang, einen LAN und zwei USB 2.0 Eingänge. Ein CI Plus Slot für CI Plus Module, wie zum Beispiel für HD Plus Karten, gibt es natürlich auch. Erinnert ihr euch noch an die Soundleiste, die ich anfangs erwähnt habe? Hier sind winzige Löcher drin, wo sich Hochtöner hinter verstecken. Des Weiteren sind hier Lautsprecher von ELAC verbaut, die dank Dolby Atmos einen ausgewogenen Klang liefern. Es ist aber eben kein extra Subwoofer oder ein Surround-System drin. Trotzdem ist der Klang ausreichend für die meisten Inhalte, wie zum Beispiel normales Fernsehen, Serien oder auch Spiele. Lediglich an Tiefen fehlt es ein wenig, wodurch das Erlebnis natürlich nicht oberste Klasse ist. In dem Preisbereich aber schon etwas besser, denn die Mitten und Höhen werden sehr gut und klar wiedergegeben. Ein wenig kann man den Ton noch anpassen, was hier wieder über eine grundig eigene App namens Tone Master funktioniert. Dabei werden Testtöne abgespielt und ich konnte hier mit ein paar Einstellungen tatsächlich ein wenig mehr herausholen.
Zusammenfassend kann ich sagen, mir gefällt der Grundig Fine Arts London sehr gut. Die 55 Zoll Variante kostet aktuell 999 Euro und die 65 Zoll Variante 1199 Euro. Das ist ein guter Preis für das, was man hier geboten bekommt. Generell sei noch gesagt, ein OLED-Fernseher ist natürlich deutlich besser, was das Bild angeht, weil er eben Schwarzwerte und Farben viel, viel besser darstellen kann. Er ist aber auch deutlich teurer. Wenn man jetzt eben eine Alternative sucht, die nicht ganz so teuer ist, ist dieser Fernseher wirklich sehr gut. Ja, und das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Haut rein!